Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Gebäude müssen besser fürs Klima werden, die Treibhausgasemissionen dafür runter. Damit das gelingt, steigen die Anforderungen vom Gesetzgeber kontinuierlich. Ein entscheidender Schritt ist der Umstieg auf eine spartenübergreifende, voll digitalisierte Messinfrastruktur. Deshalb sprechen wir heute über Smart Metering. Es ist die Basis für die Digitalisierung der Energiewende und schafft Transparenz über den energetischen Verbrauch Ihrer Immobilien. Bundesweit werden diese intelligenten Messsysteme bereits installiert. Der Anfang ist also gemacht. Gero Lücking ist Head of Smart Metering. Er leitet dieses neue Geschäftsfeld bei Techem und baut es weiter aus. Andrea Brost ist im Smart Metering-Team schwerpunktmäßig für die Partnerkoordination zuständig. Mit beiden spreche ich jetzt. Welche Vorteile ergeben sich für alle Nutzer? Warum sind nur so die Klimaziele zu erreichen? Und warum schont dieses neue Tool die Geldbeutel der Immobilienbesitzer und Bewohner? Die Antworten jetzt. Der Techem Podcast. Immobilienwirtschaft connected. Hallo Andrea und Gero. Hallo Daniel Fischer. Daniel. Hallo, grüß euch. Gero, wir sprechen über Smart Metering. Intelligenter Messstellenbetrieb. Noch müssen wir die Frage klären, was ist das? Aber in ein paar Jahren wissen wir alle, worum es geht, weil wir es wahrscheinlich alle dann im Keller haben werden. Trotzdem jetzt mal zur Erklärung, was steckt dahinter? Also im Grunde geht es darum, die alten schwarzen Kisten, diese alten analogen Stromzähler durch digitale Zählerinfrastruktur zu ersetzen. Im Englischen heißt das Smart Metering. Etwas technischer ausgedrückt sprechen wir von intelligentem Messstellenbetrieb. Wie sieht sowas konkret aus? Wie können wir uns das vorstellen? Also das ist eigentlich ganz einfach. Diese alten schwarzen Stromzähler, die werden ersetzt durch digitale Zähler, haben die gleiche Größe und obendrauf, und das ist das, was dann das ganze System intelligent macht, ist ein sogenanntes Smart Meter Gateway. Mhm. Und dieses Smart Meter Gateway sorgt dafür, dass die Daten, die der digitale Zähler erfasst, dann transportiert werden und übertragen werden können. Also für Strom funktioniert sowas wunderbar schon. Gibt es sowas auch für Gas, Andrea? Genau, also wir können nicht nur Stromdaten mit dem Smart Meter Gateway empfangen, sondern eben auch Gasdaten. Das heißt, bei den Gaszählern machen wir genau dasselbe. Alter Gaszähler raus, digitaler Gaszähler rein und an das Smart Meter Gateway anwenden. So haben wir eben die Möglichkeit, die Keller und damit auch die Gebäude zu digitalisieren und eben den Eigentümern und Vermietern etc. einen Überblick über den energetischen Verbrauch im Gebäude zu geben. Weil bis jetzt sind wir da noch ziemlich blank unterwegs, größtenteils. Ja, und das ist dann ein ziemlich genauer Überblick. Wie sieht denn dieser Überblick dann aus? Ähnlich wie das, was wir heutzutage alle schon kennen. Wir öffnen eine App und gucken uns in diesem Fall dann unseren Stromverbrauch an oder den Gasverbrauch. Das heißt, wir können theoretisch, wenn wir Lust haben, uns bequem aufs Sofa setzen und uns aktuelle Verbrauchsinformationen runterladen und auch eben Entwicklungen betrachten. Ich meine, bis jetzt haben wir einmal im Jahr mit unserer Stromrechnung oder Gasrechnung einen Wert bekommen, mit dem wir relativ wenig anfangen können. Mhm. Der ist wenig aussagekräftig und wenig nachvollziehbar. Und zukünftig hat man eben die Möglichkeiten, granularere Verbrauchswerte zu erhalten, bis hin zu stündlichen oder 15-Minuten-Werten. So hat man eben die Möglichkeiten, auch zum Beispiel Monate miteinander zu vergleichen oder den Wert desselben Monats über mehrere Jahre hinweg zu vergleichen. Oder auch, wenn wir jetzt an große Liegenschaften zum Beispiel denken, wo mehrere Gebäude miteinander verglichen werden können, wenn sie eine ähnliche Struktur haben. Plötzlich haben wir eben durch mehr Daten auch mehr Möglichkeiten, mehr Transparenz zu schaffen im Gebäude. Also Freunde von Zahlen werden jetzt sofort jubeln und werden sagen, das brauche ich unbedingt, das möchte ich haben. Für die liegt der Nutzen auf der Hand. Gero, lass uns aber mal über das Thema Kundennutzen ein bisschen genauer sprechen. Was haben die Kunden noch alles davon? Also Andrea hat es eben ja schon angedeutet, wir kennen das alle. Früher hat man einmal im Jahr von seinem Stromversorger so eine Postkarte zugeschickt bekommen. Ja, dann ist man in den Keller gegangen und hat diesen Jahresstromverbrauch, normalerweise ja in einem jährlichen Rhythmus, dann abgelesen und dann hat man eine Abrechnung bekommen. Und dass das natürlich sozusagen alte Welt ist, ist irgendwie ziemlich offensichtlich. Mhm. Erstmal dieses in den Keller laufen, ja, und zum Zweiten einen Wert pro Jahr. Damit kann man natürlich sozusagen genau
gar nichts anfangen. Mhm. Und das ist eben jetzt auch der große Nutzen. Wir können, wie Andreas beschrieben hat, kontinuierlich die Werte erfassen. Und damit können wir natürlich den energetischen Verbrauch der Objekte ganz anders nachverfolgen und überhaupt mal den Ist-Zustand der Gebäude erfassen und beschreiben. Und das ist natürlich essentiell wichtig, wenn man sich überlegt, welche Maßnahmen denn getroffen werden müssen, um den Energieverbrauch, die Energiekosten und vor allen Dingen dann die CO2-Emissionen in den Gebäuden nach unten zu bekommen. Besonders natürlich auch interessant für die Wohnungswirtschaft und für alle Gewerbekunden, an die sich ja Techim vornehmlich richtet. Ganz genau. Also die Wohnungswirtschaft, die dann viele hundert Objekte beispielsweise verwaltet und vermietet, die muss ja Gedanken machen, wie kriege ich denn in 20 Jahren die CO2-Emissionen in meinem Gebäudebestand auf null runter. Und das kann man natürlich nur schaffen, wenn man überhaupt mal weiß, von welchem Startpunkt man überhaupt losläuft. Und deswegen ist sozusagen diese digitale Infrastruktur, mit der wir jetzt die ganzen Energieverbräuche digital erfassen und dann in so einem Datenportal dem Kunden zur Verfügung stellen, ist eigentlich die Grundlage dafür, dass man überhaupt sich Gedanken machen kann und Maßnahmen definieren kann, mit denen man Energieverbräuche und Emissionen nach unten bekommt. Mhm. Ne? Und das ist der große Kundennutzen auch dieses Smart Meterings oder des intelligenten Messstellenbetriebs, dass man kontinuierlich einen Überblick hat, dass man die Vergleichsmöglichkeiten hat zwischen den Gebäuden untereinander, zum Vormonat, zum gleichen Monat des Vorjahres. Man hat die ganzen Werte archiviert auch. Also man kann wirklich Zeitreihen entwickeln, mit denen man dann eben sehen kann, wie sich der Gebäudebestand entwickelt und wie auch die Maßnahmen, die man durchgeführt hat, wie die Wirkung zeigen. Mhm. Das ist der große Kundennutzen, gerade für Wohnungsbaugesellschaften. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Betreiber von Gewerbeimmobilien. Die stehen ja vor der gleichen Herausforderung. Also insofern ist sozusagen die Frage, wie wird das Gebäude genutzt, ob jetzt gewerblich oder zu Wohnzwecken, die ist eigentlich für das Thema Smart Metering und für die Energiewende am Ende gar nicht so entscheidend. Ja. Und du hast wahrscheinlich viel weniger Fehler, ne? Die ganzen Ablesefehler, die fallen natürlich auch in Zukunft weg. Absolut richtig. Das ist natürlich viel sicherer, viel weniger störungsanfällig. Also wir sprechen mit vielen Wohnungsbaugesellschaften und die erzählen uns dann, dass sie zum Teil, um diesen Überblick zu erhalten, derzeit ihre Hausmeister durch die Gebäude schicken. Ja, und der läuft dann schön mit Klemmbrett und Kugelschreiber durch die Keller, ja, und nimmt jeden einzelnen Wert auf, gibt dann diesen Zettel in die Verwaltung, dann wird das abgetippt in eine Excel-Tabelle und dann wird so versucht, sozusagen Transparenz zu schaffen und dass dann beim Übertragen dieser Werte, schon beim Ablesen der Werte Fehler entstehen können, ist einsichtlich und das fällt natürlich in so einer digitalen Infrastruktur alles weg. Im Prinzip ja sogar bis zur Viertelstunde jeweils einen Wert übertragen und der Wert ist es dann. Das ist eigentlich Wahnsinn, ne? Alle Abläufe, die du jetzt beschrieben hast, dass da die Digitalisierung bislang komplett außen vor ist, also dass alles da komplett analog bisher stattfindet, das ist schon irre und schon erstaunlich. Also die Professionalisierung eines solchen Reportings muss einfach jetzt stattfinden. Wie gesagt, es ist schneller, es ist effizienter und ich meine, jeder, der mal in die Zeitung guckt, sieht überall, die Gebäude sind alt, wir wissen noch nicht mal, was sie verbrauchen. Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und eben auch, wie zeigt man, wie erstmal ineffizient ist mein Gebäude und wo kann ich ansetzen, wo kann ich Potenziale heben und die Lage deutlich verbessern. Mhm. Und werde eben auch den Ansprüchen, Datentransparenz walten zu lassen, auch wirklich gerecht. Und ich glaube, dafür kann Smart Metering einen großen Beitrag leisten, um einfach ein permanentes, zuverlässiges, digitales Monitoring zu ermöglichen. Und natürlich auch das Thema Energiewende wird damit vorangetrieben. Andrea, magst du mal kurz erzählen, was Smart Metering in Sachen Energiewende bringt und leistet? Also ich meine, es geht letztendlich wirklich darum, Transparenz zu schaffen und eben durch eine Digitalisierung, durch ein Voranschreiten der Transparenz die Energiewende auch möglich zu machen und einen großen Teil dazu zu leisten, dass wir da mit großen Schritten vorankommen und die Welt elektrisch und digital machen.
Genau, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, wenn wir auch daran denken, wie sich Gebäude ja verändern. Ich meine, wir sehen es täglich, immer mehr Photovoltaikanlagen werden auf den Dächern der Objekte errichtet. Die Elektroautos werden vor Ort in den Garagen der Gebäude geladen. Das heißt, die energetische Situation eines Hauses verändert sich durch die Energiewende ja wirklich vollständig. Vorher war ein Haus inklusive der Bewohner im Grunde nur ein Objekt, was Strom aus dem Netz gezogen hat. Und in Zukunft wird sich das durch die eigene Erzeugung auf dem Dach, durch die Photovoltaik, schon mal ändern. Das heißt, Häuser werden auch zu kleinen Kraftwerken. Und dann werden die Stromverbräuche auch zunehmen, dadurch, dass die Bewohner eben perspektivisch viel elektrisch auch zu Hause laden werden. Und da macht es natürlich absolut viel Sinn, über die Stromflüsse, die da in einem solchen Objekt dann passieren, über die Erzeugung, aber auch über den Verbrauch natürlich Bescheid zu wissen. Und das geht natürlich nur mit einer digitalen Infrastruktur. Insofern ist das Smart Metering auch eine Voraussetzung dafür, dass man Elektromobilität an den Objekten installieren kann, dass man Photovoltaikanlagen auf den Dächern installieren kann, weil erstens gibt es gesetzliche Verpflichtungen, dann auch solche Systeme betreiben zu müssen. Also sprich, da legt der Gesetzgeber eben auch Wert drauf, dass dann auch diese Messtechnik digitalisiert wird. Aber es bringt für das Thema des Monitorings und eben auch für das Thema der Nachverfolgung der Reduktion an CO2-Emissionen eben auch sehr viel. Ja, und das Schöne ist ja, der Überraschungseffekt fällt weg, wenn einmal im Jahr denn die Abrechnung kommt und du eigentlich dachtest, dass du sehr sparsam unterwegs warst, aber die Abrechnung was ganz anderes sagt. Und bei den aktuellen Energiepreisen kann dieser Überraschungseffekt ja durchaus böse ausfallen, ne? Absolut. Also diese kontinuierliche Erfassung der Daten ist natürlich auch verbunden mit einer kontinuierlichen Information an die Mieter, an den Hauseigentümer. Und damit weiß er genau, wie er mit seinen Vorauszahlungen auch sozusagen unterwegs ist. Also der berühmte Rechnungsschock. Nach 12 Monaten erlebt man dann die böse Überraschung, gerade wenn die Energiepreise so steigen wie derzeit. Der kann natürlich gedämpft werden, weil man sozusagen schon direkt im ersten Monat, im zweiten Monat, im dritten Monat eine Information bekommt, okay, hier läuft was auseinander. Und deswegen ganz genau, diese kontinuierliche Transparenz, die damit verbunden ist, die hat eben ganz viel mit Bewusstsein machen zu tun, mit Informationen. Und dann nur, wenn man diese Informationen hat, kann man ja auch aktiv gegensteuern. Ja, ja. Kurzum, Messen schafft Bewusstsein. Also mir leuchtet es total ein, sofort. Es braucht keine weitere Überzeugungsarbeit. Smart Metering bringt also die Digitalisierung in Gebäuden voran. Und jetzt ist natürlich die Frage, welchen Beitrag kann, will und leistet Techem bis hierhin schon? Techem ist ja ein Unternehmen, was in der Wohnungswirtschaft über das Submetering groß geworden ist. Das Submetering meint die Erfassung der Wärmeverbräuche. Und jetzt werden wir diese Dienstleistung eben systematisch erweitern um die Erfassung der Strom- und Gasverbräuche. Das heißt, wir ergänzen das Submetering um das Smart Metering und das eröffnet unseren Kunden eben die Möglichkeit, wirklich spartenübergreifend, also nicht nur über den Wärmeverbrauch, sondern auch über den Stromverbrauch, über den Gasverbrauch, auch über den Fernwärmeverbrauch aus einer Hand Informationen zu bekommen. Das erhöht die Prozesseffizienz, ja, weil nicht mehr verschiedene Unternehmen dafür verantwortlich sind, Werte zu liefern, sondern das kommt alles aus einer Hand. Der Wohnungseigentümer hat oder der Hauseigentümer hat einen Ansprechpartner, der alles liefert und das eben nicht nur einmal im Jahr, sondern kontinuierlich Monat für Monat. Und das ist die Rolle, in die wir jetzt hereinwachsen wollen. Sprich, wir wollen uns vom reinen Submetering-Unternehmen zu einem universellen Messstellenbetreiber weiterentwickeln und damit auch zu einem Akteur der Energiewende werden. Mhm. Kann man abschätzen, wie lang das, worüber ihr gerade gesprochen habt und was ihr euch ja für die Zukunft auch wünscht, kann man absehen, wann das in Gebäuden flächendeckend zu finden ist? Da haben wir sicherlich noch ein bisschen Arbeit vor uns. Wir Deutschen, wir wollen es ja auch immer ganz besonders gut und gründlich machen. Und wir hatten ja schon mal angerissen, da gibt es auch sehr viele Dinge zu berücksichtigen bei der Umsetzung und die gesetzlichen Vorgaben
sind teilweise noch in der Mache, teilweise liegen sie konkret vor und teilweise sind sie auch ein bisschen unpraktisch in der Praxis. Das heißt, da liegt noch ein bisschen Weg vor uns, aber da sind wir sehr zuversichtlich. Wir sind früh dran mit dem Thema und früh dran auf dem Markt im Bereich Smart Metering. Also meine Glaskugel habe ich jetzt heute nicht dabei, Daniel. Da tue ich mich schwer, mich jetzt auf eine Jahreszahl festzulegen. Aber ich denke, es kann Gebäudeeigentümern und Mietern perspektivisch nur helfen, wenn sie zukünftig einfach wissen, was sie verbrauchen und nicht nur einmal im Jahr. Definitiv. Dankeschön euch beiden fürs Erzählen. Dankeschön fürs Erklären. Sehr gerne. Sehr gerne. Und danke natürlich auch an Sie fürs Hören. Der Techem Podcast. Immobilienwirtschaft Connected mit Daniel Fischer.